Hallo und herzlich willkommen, liebe Pearl TV Zuschauer. Carsten und ich werden die nächsten 45 Minuten Ihnen mal darlegen, was denn mit Android-Geräten alles möglich ist. Was man da alles machen kann und vor allem, wie viele verschiedene Geräte es da auch gibt. Da haben wir nämlich einige im Angebot heute für Sie. Und beginnen tun wir wohl mit dem kleinsten Netbook, das ich persönlich kenne. Und zwar steht es hier vor uns. Und das ist so die kleine Lösung zwischendurch, sag ich mal, oder? Ja, das ist eigentlich genau das, was die Leute eigentlich gesucht haben, die vielleicht in den letzten Jahren dann doch eher mit einem Laptop unterwegs waren, die aber auch ganz klar irgendwo ein Stück weit die Vorzüge eines sogenannten Berührungscomputers, also eines Tablet-Computers zu schätzen wissen. Und natürlich gerade auch die Vorteile vom Android-Betriebssystem. Denn grundsätzlich hat Android mittlerweile einen Marktanteil von deutlich über 80% und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Während die ganzen Apple-Geräte, die iPhones und die iPads auf einen Marktanteil von, ich glaube, 16-17% kommen. Das lässt schon sehr tief blicken. Auch wenn beide Geräte, beide Betriebssysteme absolut fantastisch sind, es ist doch ehrlich gesagt für mich recht bezeichnend, dass die meisten sich dann doch für das Android-Betriebssystem entscheiden. Jetzt haben wir hier natürlich eine richtig tolle Oberfläche. Das sind 10,1 Zoll. Das heißt, wir reden hier von fast 26 Zentimeter Bildschirmdiagonale. Natürlich im sogenannten Widescreen-Format. Und das heißt, wir haben hier natürlich auch einen richtig schönen, schnellen Zweikernprozessor, mit dem natürlich auch das Arbeiten, nicht nur das Spielen und Surfen im Internet, sondern natürlich auch das Arbeiten richtig ordentlich Spaß machen kann. Ja, was ich besonders schön finde, ist hier, ich kann mir die Speicherkapazität selber wählen, entweder durch einen USB-Stick, den ich einfach an den Steckplatz stecke, oder natürlich dann durch eine externe Festplatte. Mhm. Und ich kann mit dem alles machen, wie mit einem großen, sage ich jetzt mal ganz provokativ, weil für mich ist das so die kleine Zwischendurchlösung. Für Präsentationen hervorragend geeignet, denn wir haben auch einen HDMI-Anschluss, also Ausgang. Das heißt, ich kann dann einfach per HDMI-Kabel ist allerdings Mini-HDMI, aber das zeigen wir Ihnen gleich noch, wie das dann ganz locker geht auf HDMI, übertragen auf den Beamer oder einen Großbildfernseher und dann natürlich eine Präsentation machen. Zu bedienen ganz einfach wie ein Laptop, aber das ist eben die Mischung zwischen Laptop und Tablet. So, jetzt schau mal hier. Wenn du jetzt hier auch mal Fotos hast beispielsweise, die hast du jetzt hier draufgezogen, entweder bei einem der zahlreichen USB-Anschlüsse an der Seite oder dann eben auch direkt übers Kabel draufgezogen, kannst du jetzt hier auch hingehen und kannst die entweder dann jetzt per Mail verschicken oder beispielsweise auch über Facebook, über andere soziale Netzwerke. Und da sehen wir auch gerade mal die entsprechenden Anschlüsse. Ich finde aber auch das Bild absolut fantastisch, zumal wir hier wirklich in einem Bereich und knapp unterhalb der HD-Qualität unterwegs sind. Das reicht für mich persönlich und für die meisten Menschen, die jetzt einfach nur surfen oder mal so ein kleines, kompaktes Gerät suchen, in der Regel vollkommen aus. Absolut. Und wenn ich jetzt auf den Preis schaue, und da muss ich einfach hinschauen, 132,91 Euro. Darüber sehen Sie auch noch in so einem kleinen gelblichen Schriftzug, nee, weiße Schrift natürlich. Und da steht, geht aus. Wundert mich auch nicht, die letzten Stückzahlen werden jetzt dann verkauft werden, weil dieses Gerät ist klein, kompakt, sehr funktional und extremst billig. 132,91 Euro. Und ich kann damit eigentlich alles machen, was ich von einem Laptop erwarte, aber eben mit der Android-Oberfläche. So wie ich von meinem Tablet oder auch von meinem Smartphone gewohnt bin. So, wie schnell das hier funktioniert, wie gut das Gerät arbeitet, das sehen wir hier natürlich gerade. Ich gehe mal hier über die Galerie drüber und dann gucken wir uns das mal an. Das möchte ich bitte, dass er das immer macht über die Galerie. So, dann schauen wir uns mal das Ergebnis ein Stück weit an. Ah, das ist ein Video, das wusste ich auch noch gar nicht. Ja, so, gucken wir da mal rein. Aha. So, ja. Du merkst natürlich jetzt hier, also zum einen in einer bestechenden Qualität, zum anderen in einer sehr leichten und kompakten Form natürlich. Und vor allen Dingen hier bitte das Ganze ruckelfrei durch den schnellen Zweikernprozessor. Daran sieht man, dass man nicht wirklich viel Geld bezahlen muss, um so etwas Außergewöhnliches, etwas Kleineres, etwas Kompakteres zu bekommen. Und ganz ehrlich, ich finde es absolut fantastisch, was wir hier gerade anbieten. Es reicht für 132 Euro und gerade mal 91 Cent. Das ist doch ein Spitzenangebot. Und das ist eigentlich an alles gedacht. Hier oben schauen wir mal hin. Da, direkt unter meinem Finger, da erkennen Sie eine Webcam. Also auch mit diesem kleinen Gerät ist zum Beispiel eine Videotelefonie ohne weiteres möglich. Mal skypen, eben telefonieren mit Bild und das weltweit. Das finde ich schön. Gerade heutzutage, wo die Familien eigentlich immer weiter auseinander wohnen. Der eine in Australien, der andere in Südamerika, der dritte in Deutschland. Dann kann ich die Familie zusammenholen. Und hier sehen wir die Cam auch gerade. Und wir gehen jetzt gerade mal ein bisschen auf unsere Kamera, Leute. Warte mal, ich gehe mal ein Stück zurück, Augenblick. Halt so rum. Moment, so rum. Ja, da ist er, unser Herr Ruland, direkt vor der Linse. Ich hatte immer die Hand drüber gehalten, weil wir natürlich jetzt hier unter 20 Scheinwerfern stehen, dass das Bild und so ein bisschen absumpft. Das hat man normalerweise in der ganz normalen
Natur eigentlich nicht. Aber so ist es doch klasse. Und wenn Sie jetzt mal ganz entspannt telefonieren möchten, dann machen Sie das in der Zukunft ganz einfach von Angesicht zu Angesicht. Da sehen Sie nämlich auch mal, wie groß der Enkel geworden ist oder wie es denn eigentlich aussieht mit den Kindern, die ein paar hundert Kilometer entfernt in einer anderen Stadt wohnen. Den kenne ich. Oder? Den habe ich schon mal gesehen hier. Den komischen Vogel. Ja. Also, problemlos, möglichst klein, kompakt. Und mit der Tastatur kann ich genauso schnell tippen wie an Ihrem Rechner zu Hause. Stereo-Lautsprecher sind übrigens auch noch integriert, sodass ich auch mal ein Filmchen anschauen kann. Und natürlich auch eben für die Videotelefonie brauchen wir ja auch ein Mikrofon, damit mich der Gegenüber auch hört. Wo gehst du jetzt hin? Auf Facebook oder was? Mal gucken, ob Facebook eingerichtet ist oder ob ich mich da wieder kurz anmelden kann. Ja, da sind wir natürlich auch drin. Oh ja, auch sowas hier ohne weiteres möglich. Wen haben wir denn da jetzt? Kontakt? Du bist angemeldet auf einer Singlebörse oder so. Kontaktvorschläge. Das lass das meine Frau nicht wissen an dieser Stelle. Die reißt mein Ohr ab hier, wenn ich nach Hause komme. Aber daran sieht man, dass auch sowas grundsätzlich möglich ist. Also für einen Teenager, für einen jungen Erwachsenen oder auch für einen etwas fortgeschrittenen Alter ist das Gerät fantastisch. Das Android ist einfach ausgereift, ein fantastisches Betriebssystem. Die Möglichkeiten, natürlich auch mal eigene Videos, eigene Fotos beispielsweise einzuspielen, sind Spitzenklasse. Über einen USB-Stick, über eine externe Festplatte können Sie sogar reingehen und der wiegt fast nichts, oder? Es ist unglaublich, wie leicht der ist. Also ich weiß es gar nicht genau, das Gewicht hast du geschaut. Also ich schätze mal, der hat 1,5 Kilo oder so. Also mehr dürfte es nicht sein, Achtung, oder? Achtung, jetzt kommt der Klugscheißer. 768 Gramm. Ich dachte, hatte ich zwei wahrscheinlich schon in der Hand. Also, überleg dir das mal, wie eine Flasche Wasser. Unglaublich, unter 800 Gramm wiegt der gerade. Also nicht merklich, um ihn mitzunehmen. 132,91 €, ein Sensationspreis für ein solches Gerät. Und die Bestellnummer ist die PX8813 und die 569. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wir können hier über den HDMI-Anschluss natürlich auch einen Beamer erreichen, den dann als zweiten Monitor im Prinzip einrichten und Präsentationen machen. Aber wir haben hier Mini-HDMI und müssen auf HDMI. Und da schau mal, ich habe mal das Kabel hier, das ist noch zugemacht. Da haben wir jetzt genau das richtige Kabel. Dann gebe ich dir das rüber und ich zeige Ihnen mal die Anschlüsse. Schauen Sie mal, wir heben sie direkt nebeneinander, dann sehen wir die Größe. Mini-HDMI auf HDMI. Das einfach nehmen, geht übrigens auch für die anderen Laptops, wenn Sie irgendwo einen Mini-HDMI-Anschluss haben. Und dann rein in den Beamer oder rein in den Fernseher. Und schon ist die Übertragung perfekt mit allerhöchster Qualität. Übrigens hat der Mini natürlich genauso viele Anschlüsse wie der große. Der ist nur aus Platzgründen kleiner gemacht. 19-polig also. Und das Kabel ist auch noch doppelt abgeschirmt. Also es ist eine ganz tolle Angelegenheit, zumal wir jetzt hier locker 2,50 Meter Kabel zur Verfügung haben. Das heißt, wenn Sie jetzt mal davon ausgehen würden, dass hier beispielsweise Ihr Sofa steht oder Ihr Lieblingssessel, Ihr neuer Massagesessel zum Beispiel, fällt mir gerade an dieser Stelle ein. Und Sie möchten jetzt ganz gerne die Inhalte von Ihrem neuen Android-Notebook jetzt hier ganz einfach auch mal auf dem Fernseher wiedergeben. Dann haben Sie 2,5 Meter Kabel zur Verfügung, können das also jederzeit andocken, so wie wir das gleich also auch noch mit einem sogenannten HDMI-Stick kennenlernen werden, mit einem Handy oder mit einem Tablet, funktioniert das eben hier mit dem passenden Kabel auch ganz einfach über unser Android-Notebook. Dieses Kabel, also Mini-HDMI auf HDMI, kostet gerade mal 9,41 €. Und die Bestellnummer ist die PX50002. Also zuschlagen, dazu bestellen und dann steht der Präsentation nichts mehr im Wege. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Android-betriebenen Gerät, nämlich unserem X8 Quad Pro. Quad sagt schon alles aus, Geschwindigkeit pur, denn hier haben wir einen 4-Kern-Prozessor drin und das 8 sagt die Zollgröße aus. Wir haben also hier knapp 8 Zoll Größe. So, das Schöne ist, dass wir hier also wirklich nahezu alles mitmachen können, was man sonst an anderer Stelle eigentlich nur mit einem klassischen Smartphone hinbekommt. Das heißt natürlich im Internet surfen, seine E-Mails abfragen. Das sind aber auch verschiedenste andere Geschichten der Informationsbeschaffung, natürlich auch die sozialen Netzwerke. Aber Sie können mit diesem Gerät sogar noch telefonieren. Und das finde ich absolute Spitzenklasse. Habe ich ehrlich gesagt an anderer Stelle im 8-Zoll-Bereich so noch nicht wirklich kennengelernt. Und da kann man sich natürlich auch jederzeit dann seine persönlichen Adressen, die Adressen der Freunde, die Telefonnummern und so weiter ganz einfach über das entsprechende Kontaktformular einblenden und dann direkt von hier aus dann den Anruf tätigen. Was ich gerne mache, ist einfach Bücher lesen und das geht ja heutzutage. Hier sehen wir eine kleine Auswahl, was ich hier schon draufgeladen habe. Und nicht nur Bücher gehen hier, da sehen wir zum Beispiel Der Schlüssel zu Rebecca, aber das hier ist ja mein Highlight. Wenn ich jetzt mal wieder Asterix aufmache und dann schauen Sie mal hier.
sehen Sie diese Qualität. Und dann blätter ich um, das ist einfacher, als hätte ich das Heft in der Hand. Mhm. Und so geht das natürlich mit allen Büchern hin und her. Das geht rucki zucki. Und dann ist auch Asterix mal wieder ein Vergnügen im E-Book. Und wenn es mir zu klein ist, schauen Sie mal, dann zoome ich einfach ran und dann kann ich vergrößern. Vor allem bei E-Books natürlich hervorragend. Wenn die Augen nicht schlecht werden, aber die Schrift einfach zu klein, dann kann ich diese Technik jederzeit benutzen. Groß, ja. Klein, so wie Sie die Finger zusammenschieben. So, ich habe Ihnen mal oben das Gerät aufgemacht, damit Sie auch mal sehen, dass Sie hier wirklich auch mobil eben surfen können, auch telefonieren können, ohne dass Sie großartig jetzt irgendwelche komischen Sticks, sogenannte Surfsticks oder sowas an der Seite am Gerät rausstehen haben. Hier kommt ganz einfach eine einfache Telefonkarte rein. Da tut es auch mal die Zweitkarte eines bestehenden Handyvertrags. Eine Prepaid-Karte von mir aus mit 20 Euro Volumen drauf, gerade für die Teenager ganz interessant, dann haben die Erwachsenen volle Kostenkontrolle dafür. Und in den zweiten Slot ganz einfach dann hier an dieser Stelle, da kommt er rein, dann entsprechend dann auch die Speicherkarte. Und Sie sind hier absolut flexibel, müssen also im Vorfeld nicht extra sagen, wie viel Speicher Sie eigentlich haben möchten. Über eine Micro-SD-Karte speichern Sie hier mit bis zu 32 GB. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob du schon eine Biografie geschrieben hast. Ach du je, glaubst du, das will da jemand wissen? Schau mal, was wir hier für ein Buch haben. Aus dem Leben eines Taugenichts. Nein, war natürlich ein Scherz. Aber ich möchte Ihnen jetzt auch mal Bücher zeigen. Schauen Sie mal, so sieht das aus. Doppelseitig in dem Fall. Und auch hier, wenn mir jetzt die Schriftgröße zu groß, zu klein ist, dann kann ich hier jederzeit vergrößern. Doppelklick drauf, dann ist es wieder da. Und dann kann ich umblättern wie beim echten Buch. Und das aus dem Leben eines Taugenichts, sagt er zu mir. Dafür mache ich jetzt ein Foto von dir, Liebelein. So, und hier kann ich sogar diese Doppelseiten noch durchblättern. Sehen Sie das? Da brauche ich gar nicht mehr umblättern. Also auch das ist hier problemlos möglich. Also mich fasziniert dieses Gerät, vor allem auch die Geschwindigkeit, mit der alles geht. Egal was ich, und jetzt verreißt ihr das gleich. Nee, ich mache jetzt mal ein Video von dir. Ein Video auch, ja, noch. Logisch. Also das ist jetzt Qualitätstest pur. Wenn es das aushält, das Gerät, dann kann es überhaupt nichts mehr verwüsten. Ich sage top für unser X8 Quad Pro. Und das werden Sie auch sagen, zumal zu diesem sensationellen Preis. 180,41 €. Das ist ein Preis, den sucht man in dieser Qualitätsklasse lange. Also ich glaube, es gibt kein anderes Tablet, das so qualitativ hochwertig ist und dementsprechend auch so günstig. Wichtig, er hat Ihnen gerade auch die Steckplätze gezeigt. Jetzt zeig erstmal die Bilder, genau. So, jetzt wollen wir uns das Ganze da mal anschauen. Jetzt. Ich habe einfach mal wahllos draufgehalten. Ich gehe jetzt ganz einfach hier im unteren Teil auf das Bild drauf. So, komm her. Und das jetzt hier waren die Videos. Fangen wir doch einfach mal, Moment, fangen wir einfach vorne an. Er hat wirklich ein Video gedreht. So, jetzt pass auf. Zack. Oh je. Das gucken wir uns an. Mit Ton natürlich, ich habe es jetzt mal sehr leise gestellt, ja, sonst hören wir uns doppelt hier. Aber so ungefähr kann das aussehen. Das heißt, auch im nächsten Urlaub zum Beispiel müssen Sie jetzt nicht mehr extra noch einen Camcorder mitnehmen oder einen digitalen Fotoapparat oder was weiß ich was für Geräte. Nehmen Sie ganz einfach Ihr Tablet mit. Sie haben natürlich nicht nur die eine Kamera, Sie haben ja insgesamt zwei Kameras mit dabei. Eine natürlich für Foto- und für Videoaufnahmen und die zeigt jetzt hier in diese Richtung. Und Sie haben natürlich auch noch eine zweite Kamera. Ganz einfach antippen, dann dreht sie sich. Dreht sie sich? Dreht sich. Dreht sie sich, Moment. Jetzt, es macht wirklich Spaß, mit diesem Gerät zu arbeiten. Jetzt, und jetzt kommen wir natürlich noch zu einem Punkt. Der Carsten hat Ihnen gerade die Steckplätze gezeigt, unter anderem auch für die für UMTS, also für die SIM-Karte. Und das heißt ja, ich bin immer unabhängig vom WLAN. Cool. Ich kann mit der richtigen Karte drin natürlich jederzeit überall ins Internet, ob ich WLAN habe oder nicht. Zusätzlich natürlich auch noch zur Telefonfunktion. Mein Smartphone kann ich in dem Fall einfach mal zu Hause lassen. Und was ich besonders schön finde, auch für, ich sage jetzt mal, Leute über 50, ist das überhaupt kein Problem, sich hier reinzudenken. Weil Android ist eigentlich selbst erklärend. Und das ist auch gerade der Grund, warum speziell also auch dieser Kundenkreis, speziell im Alter auch dieser Dame jetzt hier häufig bei uns zugreift, weil sie einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis hier einfach zu schätzen wissen. Wir reden jetzt hier von einem 8-Zoll-Tablet, von einem Preis von 180,41 €. Vergleichbare Geräte fangen so bei ungefähr 300-350 € an. Sie sehen, wie einfach das funktioniert, wie schnell das Gerät vor allen Dingen auch auf Ihre Befehle, auf ganz einfache Fingertipps reagiert. Und damit Sie auch direkt loslegen können, wenn Sie das Gerät nach Hause bekommen, haben wir natürlich jetzt hier für Sie auch schon eine Grundausstattung an Applikationen integriert und natürlich auch ein Antivirenscanner mit dabei, sodass Sie also auch direkt loslegen können. Egal, ob Sie surfen möchten, ob Sie von mir aus auch gerne die Kinder damit glücklich machen wollen, auch die sind vor sogenannten Phishing-Geschichten und so weiter nicht wirklich gefeit, ist alles schon vorinstalliert, sodass Sie also direkt eigentlich nur auf Start drücken müssen und loslegen. Jetzt kommt natürlich die große Frage auf, was könnte das sein? Sieht so ähnlich aus wie ein Flaschenöffner, aber weit gefehlt. Nein, das ist einfach ein Ständer für mein Tablet. Das ist ein Klappbarer natürlich, so
jetzt klappe ich es auf und dann einfach umdrehen und jetzt kann ich mein Tablet hier reinstellen. Und dann habe ich die Bedienoberfläche jederzeit vor mir. Ich mache es mal zu Ihnen. Das geht nicht nur bei 8 Zoll, sondern für 10 Zoll Geräte wäre das genauso geeignet. Und jetzt habe ich beide Hände frei, ich muss nichts mehr halten und kann dann dementsprechend suchen, was ich gerade möchte. In dem Fall würde ich gerne telefonieren und schon kommt meine Wählscheibe vorne dran. Also jetzt auch das eine tolle, tolle Lösung. Und wenn ich mal als mal schaue, was so Ständer kosten, wenn ich ein Tablet aufstellen will, da bin ich gern mal 30, 40 Euro los. Nicht bei uns, Sie sehen es unten eingeblendet, 4,28 Euro. Und ja, einfach wieder rausnehmen, zusammenklappen und dann ist das wirklich bestens versorgt. So. Nimmt keinen Platz weg. Und, oh, du hast jetzt ein schönes Filmchen drin. Nee, ich habe jetzt einfach mal eine Dia-Show laufen lassen, weil natürlich so ein 8-Zoll-Tablet, unser X8 Quad Pro, natürlich auch super mal als E-Book-Reader oder eben auch als digitaler Bilderrahmen herangezogen werden kann. Und wenn du jetzt hier natürlich hier mal eben so ein Aufstellen hast, du mal eben schnell in der Hosentasche, in der Aktentasche, von mir aus mal eben in der Jackentasche, der wiegt nichts und ist nicht wirklich groß, kannst du sowas natürlich auch mal gerne auf dem Schreibtisch platzieren, um hier auch Fotos deiner Lieben, die du selber geschossen hast oder die du vom Rechner übertragen hast, hier ganz einfach in der Dia schon mal durchlaufen lassen. Finde ich ganz hervorragend. Schau dir die Qualität an und schon mal einfacher geht es doch nur wirklich nicht mehr. Absolut, oder? Nicht mehr. Die Bestellnummer dafür ist die HZ2025 und die 569 und der Preis 4,28 Euro. Der nimmt keinen Platz weg, den kann ich jederzeit mit mir mitführen, diesen Ständer. Und Sie sehen es jetzt gerade, egal ob ich ihn hochkant oder quer das Tablet reinmache, es ist in jeder Zeit sicher hier verwahrt. Also, unbedingt zuschlagen, dieser Ständer. Und wir werden ihn sehen, der passt nicht nur für unser XW8 Quad Pro, sondern auch für unsere anderen Modelle. Und das zeige ich Ihnen jetzt gleich am besten, ganz gleich als Demonstration, denn wir kommen zu unserem nächsten Highlight. Und das ist das XA100 Pro. Das ist also von unserem erfolgreichen Tablet XA100 nochmal die Verbesserung. Und was hier immer gleich auffällt, und Sie sehen es, es steht auch in dem Ständer problemlos, was hier gleich auffällt, ist einfach das besondere Maß. Denn wir haben hier eine 16:9 Größe und zwar mit einem 10,1 Zoll Display. Und ich finde das hervorragend, diese Größe. Moment, jetzt muss ich gucken, es blendet ein bisschen. So. Weil, gerade wenn ich mal Filme anschauen will, ja, Videofilme, Blockbuster, dann habe ich nicht diese lästigen Streifen wie normal oben und unten, sondern hier habe ich die volle Auslösung. Und da sehen wir das mal an jetzt hier. Was hast du denn da laufen? ZDF läuft. Das ist einfach mal so die Applikation vom ZDF. Das ist jetzt das Original-Live-Bild vom ZDF, was du natürlich jetzt auch mit ZDF Neo und ZDF Info und so weiter bekommen kannst. Und das ist irgendeine Krimiserie. Ich möchte auch Rosenheim-Cops oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Da habe ich auch eben dran gedacht. Mhm. Aber schau mal, es geht jetzt weniger um den Inhalt, als vielmehr um die Tatsache, dass hier wirklich keine störenden Balken mehr zu sehen sind. Das kennst du normalerweise aus dem Kino. Wenn du den nämlich dann so einen Kinofilm mal auf einer DVD oder auf einer Blu-ray oder sowas zu Hause in den Player reinpackst, dann stellst du fest, dass du oben und unten immer bestimmt bei meinem Fernseher alleine mittlerweile 5 cm schwarzen Balken hast. Mhm. Mich stört das ein Stück weit. Ja. So, und ich möchte doch bitte das ganze Bild genießen, so wie ich es im Kino auch habe. Das ist es doch, was mich im Kino fasziniert. Und das Schöne ist, dass wir hier mit dem 16:9 Format genau das garantieren können. Das heißt, wenn ein Film in 16:9 gedreht wurde, und das sind die meisten Blockbuster, kannst du das hier entsprechend also auch auf diesem Tablet hervorragend anschauen. Es geht aber nicht nur um das Thema Fernsehen schauen, um das Thema Filme schauen. Sie bekommen mit dem XA100 Pro tatsächlich genau das Gerät, was Sie gesucht haben. Natürlich auch zum Surfen im Internet, E-Mails beantworten, Fotos schießen, das alles geht mit dem Gerät natürlich genauso gut, wie wir es gerade bei dem ersten schon kennengelernt haben. Ja, und hier kommen wir wieder zu einer Besonderheit. Das ist jetzt eine der Erweiterungen gegenüber dem XA100. Beim XA100 Pro habe ich auch die Möglichkeit zu telefonieren hier. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich dieses Gerät am Ohr habe, aber natürlich kann ich jederzeit per Kopfhörer oder per Bluetooth ein Headset daran anschließen. Und das Schöne ist, ich habe hier die Möglichkeit, zwei verschiedene Telefonkarten reinzulegen. Also zum Beispiel Geschäft, privat oder ich sage Frau, Freundin. Ganz egal, zwei Möglichkeiten. Oder ich nehme eins zum Telefonieren, um erreichbar zu sein und die andere Karte für eine Internet-Flatrate. Das geht
geht auch. Und dann kann ich auch mit unserem XA100 jederzeit und überall unabhängig vom WLAN ins Internet. So, und die Kameras haben wir auch noch ein bisschen verbessert. Ja? Aber selbstverständlich. Das Motiv nicht, aber die Kamera ist wenigstens besser. So, die 10 Sekunden hier, Augenblick, zack. So, das wollen wir jetzt mal speichern und dann können wir uns auch das mal anschauen, damit unsere Zuschauer zu Hause mal sehen können, wie hervorragend die Qualität der Aufnahmen über die Kameras aussieht jetzt hier. Guck mal da natürlich auch mal rein. Schaut mal hier. Das ist jetzt mal eben schnell aus der Hüfte geschossen. So, so sieht das Ganze aus. Aber selbstverständlich. Ja, für das Leben eines Taugenichts, da musst du jetzt einstecken, Kollege. Das merke ich mir. Da bin ich ganz Kölner hier. Ist das nicht eine tolle Angelegenheit? Du kannst natürlich jetzt auch hingehen und kannst sagen, gut, ich nehme jetzt von mir aus die zweite Kamera und die dreht sich eben hier, sodass du hier in dem Bereich, in dem Fall ist sie hier unten, auch jederzeit also auch mal und diese berühmten Selfies oder Selbstporträts machen kannst. Durch so einen Internetzugang, den ich permanent habe mit der richtigen Karte, kann ich natürlich hier auch jederzeit wieder skypen oder halt eben eine Videotelefonie durchführen. So sehen wir mal einen kurzen Einblick in unser Studio, auch wenn es da hinten nicht so beleuchtet ist. Sie kriegen mal einen kurzen Eindruck, wo unsere Kameras denn hier stehen. So, so jetzt sehen wir Herrn Rolands wunderbar frisch gewaschenen Pullover. Ist der neu? Ist eine andere Werbung. Lassen wir weg. Aber der hochwertige 4-Kern-Prozessor, der macht natürlich unser XA100 Pro extremst schnell und es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Wenn man pupst, gähnt der Popo. Nee, das lassen Sie jetzt einen kleinen Moment sacken und dann wissen Sie, wovon ich rede, wenn ich Ihnen mal ganz kurz zeige, wie das eigentlich aussieht. Das ist nämlich der Titel eines Buches. Ähnlich hat mich der Keimer gefoppt, als er das vorgelesen hat. Hätte ich jetzt auch gesagt. Kannst natürlich jetzt hier ebenfalls ganz einfach dann mal deine Bücher mitlesen. So, das ist jetzt hier natürlich auch mal ein Kinderbuch beispielsweise, wo auch ein paar Illustrationen mit dabei sind. Aber eben auch für solche Geschichten kannst du so etwas hervorragend heranziehen. Das sind eben die Vorteile von moderner Technik. Jetzt liegt es quasi eigentlich nur noch bei unseren Zuschauern, welches Format oder welche Größe da interessant ist. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie häufig mobil unterwegs sind und natürlich auch Ihre E-Mails damit abfragen oder eben auch gerne mal Fotos schießen, dann finde ich diese 8 Zoll Geräte schon durchaus praktisch. 7 Zoll, 8 Zoll, die sind noch einigermaßen von der Handhabung sinnvoll. Wenn Sie natürlich gerne Filme schauen oder grundsätzlich ein Fan von Multimedia-Inhalten sind, muss ja nicht immer gleich der modernste Blockbuster sein. Ein schönes Fernsehprogramm zum Beispiel, eine Sportveranstaltung, mal unterwegs schauen, da werden wir gleich auch noch Möglichkeiten kennenlernen, wie man das hervorragend machen kann, dann wäre das XA100 Pro genau das richtige Gerät für Sie. Denn eins haben Sie alles gemeinsam, Sie sind alle perfekt ausgestattet, Sie sind alle unglaublich schnell durch die eingebauten Prozessoren und alle haben noch eine ganz besondere Gemeinsamkeit und das ist ein unglaublich hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schauen Sie mal hier, für das XA100 Pro rufen wir gerade mal 180,41 € auf. Das ist natürlich unser TV-Sonderpreis, der im Laufe dieser Sendung gilt, bis maximal 2 Stunden danach. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers wären bei diesem Gerät knapp 300 €. Halte ich schon für einen hervorragenden Preis bei dieser Qualitätsausstattung jetzt hier. Aber die 180,41 € sind natürlich mal eine richtige Ansage hier. Ne? Ja, die Bestellnummer brauchen wir noch und das ist die PX8844 und die 569. Da oben hätte ich jetzt auch gern, da wäre ich jetzt auch gern gewesen, da hättest du schöne Videoaufnahmen machen können, mal das Panoramabild hier richtig filmen. Oder einfach mal schauen, ich glaube, die junge Dame hat es sich verirrt, einfach mal in Google Maps nachschauen, wie komme ich denn am schnellsten nach Hause. Auch das ist natürlich möglich, dank der SIM-Karte, die drin ist und dem Internetzugang dann. Meine Mutti schützt die Umwelt. Die kauft nur die Eier von freilaufenden Bauern. Okay, gut. Steht hier. Es ist Inhalt dieses Buches. Ich zitiere und damit ist das Zitat also auch an einem Ende angekommen, bevor ich mich vollends um Kopf und Kragen rede. Aber Sie merken, was man für einen Spaß haben kann damit. Auf jeden Fall. Und das nicht nur mit dem XA100 Pro, beim Surfen im Internet, beim Lesen sogenannter E-Books, sondern eben auch ganz einfach beim Anschauen von Fernsehinhalten. Und da hat sich eine Sache besonders dann ganz bewährt, wenn man nämlich kein Internet hat. Und das ist DVB-T. Das ist überall Fernsehen. Und jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne mit Hilfe meines XA100 oder mit unserem XA100 Pro gerne einfach mal die Möglichkeiten zeigen. Denn das hier ist quasi der kleinste Fernsehreceiver der Welt. Ungefähr so groß wie mein Daumennagel. Mehr ist das nicht. Und es ist unglaublich, was ich damit machen kann. Ich brauche kein Internet. Ich brauche kein Kabel. Ich brauche genauso wenig eine Satellitenschüssel, sondern das geht alles hier mit. DVB-T heißt hier das Zauberwort, wie Carsten immer sagt, überall Fernsehen. Ja. Weil in Deutschland mittlerweile flächendeckend, aber nicht nur in Deutschland, sondern in den großen Teilen der Welt. Also Europa ist, glaube ich, da sehen wir auch eine Übersicht. Schauen Sie mal, die dunkelblau eingefärbten, da ist es bis
DVB-T empfangbar bis hoch nach Grönland. Nur, wir sehen es, Nordamerika schwächelt noch ein bisschen, aber hier in unserem Bereich jederzeit. In Deutschland heißt das über 40 Fernsehprogramme und unendlich viele Radioprogramme in digitaler Qualität. Und mit diesem kleinen Receiver mache ich es möglich, dass ich auf meinem Touchlet oder natürlich auch auf meinem Smartphone jederzeit Fernsehen schauen kann. Jetzt bin ich mal unterwegs, ja, irgendeine interessante Sportübertragung kommt, ich stecke einfach diesen kleinen Receiver ein und schon geht's los. Einfach zu installieren, einfach einmal im Internet eine App runterladen und dann funktioniert der ganz, ganz schnell und einfach. So, und vor allem macht das richtig Spaß. Du hast ja auch hier richtig gute Stereo-Lautsprecher drin, speziell in dem XA100 Pro. Dann der DVB-T-Stick dazu. Und bitte, wir bieten Ihnen zwei, oder im Set enthalten sind zwei verschiedene Antennen. Einmal natürlich diese Stabantenne, die man vergrößern und verkleinern kann. Und wenn man möchte, hat man so noch so eine Art Wurfantenne. Die wird einfach nur gegen diese Antenne ausgetauscht. Das ist ein ganz einfacher Steckmechanismus. Und dann können Sie, egal wo Sie sind, unabhängig vom Internet, unabhängig von Steckdose oder von Stromzufuhr, über Ihr neues Tablet Filme schauen, Serien schauen, Fernsehen schauen, was auch immer Sie schauen möchten, alles das, was im DVB-T angeboten wird. Und die Timeshift-Funktion, die möchte ich noch kurz erwähnen, denn ich kann auch das laufende Programm jederzeit unterbrechen. Dann wird auf der Festplatte des Tablets wird das gespeichert und ich kann jederzeit wieder anschalten und sehe dann, wie es weitergeht. Problemlos, ohne irgendwas zu verpassen, das einfach mit dieser einfachen Timeshift Funktion. Und das Ganze hat die Bestellnummer PX8819 und die 569. So, jetzt haben wir über hervorragendes Fernsehen gesprochen, egal ob über Internet oder von einem Speichermedium oder auch über unseren DVB-T-Stick. Und hier haben wir jetzt auch noch den richtigen Sound dazu. Integrierte Lautsprecher haben wir, aber wenn es jetzt doch ein bisschen mehr sein soll, dann ist hier unsere Soundstation genau das Richtige. So, jetzt haben wir es mal hier. Was wird gerade gezeigt? Ich habe das Bild nicht gerade vor Augen. So, da haben wir es. Da redet gerade keiner. Ich wollte gerade sagen, wieso ist das Bild so ruhig? So, ich drehe es mal so. Warte mal. Das können wir doch hier direkt am Gerät einstellen. So, ein bisschen mehr den Winkel verändern. Kriegen wir, glaube ich, ein besseres Bild. So, unsere Soundstation. Da waren wir stehen geblieben, liebe Zuschauer. Jetzt habe ich die Einstellung so, wie ich sie eigentlich haben möchte. Denn die Lautsprecher an so einem Tablet sind schon klasse. Wenn du jetzt ganz normal in Zimmerlautstärke was hören möchtest, ist das okay. Aber gerade so ein Fernsehprogramm, auch mal ein Actionfilm zum Beispiel, der kommt natürlich noch mal ganz anders, wenn Sie jetzt hier auch noch mal eine separate Box anschließen. Und das haben wir hier getan. Das Schöne ist, dass wir hier also komplett nur mit Batterie arbeiten können. Es gibt also auch einen separaten Netzstecker, wenn Sie den haben möchten, aber grundsätzlich arbeiten wir hier ganz einfach mit einer Batterie. Und das heißt, du hast einen Aufsteller und eine richtig coole Aktivbox gleich in einem wunderschönen Gehäuse jetzt hier dabei und die Qualität ist fantastisch. Ja, und gerade wenn ich mal an See gehe oder irgendwo draußen bin zum Campen oder irgendwo, dann stelle ich die Soundstation auf, es muss ja kein Tablet sein, ich kann auch mein Smartphone reinstellen, und mache die Musik an und schon habe ich eine wirklich wunderbare Berieselung, beziehungsweise hier sogar mehr als eine Berieselung, je nachdem, wie laut ich es einstelle, habe ich die allerbeste Unterhaltung. Sie sehen, haben es auch gesehen, der Winkel ist einstellbar, also egal wie ich sitze, wenn ich einen Film schauen will, kann ich mir dementsprechend den Bildschirm einstellen, dass ich optimale Sicht habe im optimalen Winkel, optimaler Sound dabei und dieser Sound kostet in dem Fall gerade mal 16,06 €. Die Bestellnummer PX3674 und die 569. Und Carsten hat es gesagt, ich kann es am Strom, wenn ich es zu Hause mache, mit per Netzstecker oder einfach, ich mache Batterien rein und dann habe ich hier wirklich unabhängig von jeder anderen Stromversorgung immer den passenden Sound dabei. So, und das ganz einfach hier über die 300 mm Klinke. Das Kabel ist natürlich mit dabei in den freien Slot oben rein. Das ist in der Regel der Kopfhöreranschluss. Dann wird also das Tonsignal jetzt hier über die Aktivbox weitergegeben und das dann eben endlich mal in einer vernünftigen, in einer satten Soundstärke. Das, was normalerweise aus einem Tablet oder aus einem Smartphone so in dieser Qualität nicht zu erwarten ist. Die sind schon klasse, aber natürlich mit so einer Station nochmal ein ganz anderes Niveau an Entertainment an dieser Stelle. Unsere Soundstation, gerne genommen von unseren Zuschauern und vielleicht auch heute von Ihnen für gerade mal 16,06 €. Bestellnummer hierfür ist die PX3674 und die 569. Super natürlich, wenn man ein Bluetooth
leistungsfähiges Gerät hat, wenn man jetzt beispielsweise auch mal kabellos seine Lieblingsmusik von einem Tablet auf so eine Aktivbox bringen kann. Doof aber, wenn die Geräte vielleicht schon ein paar Jahre älter sind und diese sogenannte Bluetooth-Schnittstelle schlicht und ergreifend nicht haben. Da kann man natürlich jetzt hingehen und nimmt sehr viel Geld an die Hand und kauft sich dann ein neues Tablet von mir aus, ein neues Smartphone oder eine neue HiFi-Anlage, je nachdem, wo das stattfinden soll. Oder aber man kauft sich für gerade mal 0 Euro, eine kleine Voraussetzung gibt es dafür, quasi für umsonst einen kleinen sogenannten Bluetooth-Adapter mit dazu. Und den hat der Ralf gerade für Sie in der Hand hier. Ja, und das ist wirklich sehr interessant, gerade für Leute, die noch eine richtig teure Stereoanlage zu Hause stehen haben, aber keine Möglichkeit, jetzt per Bluetooth etwas abzuspielen. Und dann haben wir hier den Anschluss, den kennen Sie, Ginge, und da gehen Sie einfach bei sich in den AUX-Eingang. Und dieses Gerät empfängt dann die Bluetooth-Signale, also vom Tablet, vom Smartphone, und damit ist Ihre Stereoanlage plötzlich Bluetooth-fähig. Mhm. Und das mit diesem kleinen Adapter. Und den gibt es, wie Carsten gerade gesagt hat, für umsonst mit einer kleinen Einschränkung. Sie müssen heute im Laufe des Tages für mindestens 20 Euro bei Pearl TV bestellt haben oder noch bestellen. Und dann können Sie diesen kleinen Audioadapter einfach dazu bestellen. Übrigens 15 Meter Reichweite, also ich kann auch ein Stückchen weg sein von der Stereoanlage mit meinem Tablet, mit meinem Smartphone. Ich habe hier trotzdem noch allerbesten Empfang. Ja. Und dann mache ich aus einer alten, teuren Stereoanlage plötzlich eine absolut up-to-date teure Stereoanlage. Richtig. Mit der Bestellnummer ZU20476 und der 569 bekommen Sie diesen Audio-Bluetooth-Adapter dann, wie gesagt, kostenlos, wenn Sie im Laufe des Tages für 20 Euro bei uns bestellt haben. Kleiner Tipp übrigens, damit können Sie übrigens auch ein Autoradio einfach Bluetooth-fähig machen. Die passenden Anschlüsse vorausgesetzt, ist das alles überhaupt kein Thema. Und es gibt das Ganze eben für 0 Euro, wenn Sie für mindestens 20 Euro eingekauft haben. So, ich gebe hier mal gerade eben das Passwort ein. Ja, Sekunde. Mach du nur. So. Jetzt kommen wir nämlich zu unserem Rolls-Royce unter den Tablets, zumindest für mich. Denn ich habe selten ein brillanteres Bild auf einem Tablet-PC gesehen. Ja. Wir sprechen hier von 9,7 Zoll. Also das ist ungefähr die DIN A5 Größe, die man von früher kennt, von der Schulzeit. Und das ist die Größe, die sich bei Tablets eigentlich oder mit der Tablets eigentlich eingeführt wurden. Und ich glaube, immer noch die meisten Tablets sind in dieser Größe unterwegs. Witzigerweise haben wir das ja Steve Jobs zu verdanken. Der war also Mitte der 90er, Ende der 90er, sowas um den Dreh herum, hatte der also schon die ersten Pläne für ein sogenanntes iPad in der Schublade, war aber damals der Meinung, dass die Welt vielleicht noch nicht unbedingt bereit ist für diese Tablet-Computer. Insofern hat der gute Steve Jobs mit seiner Firma Apple also zunächst einmal mit den iPhones damals, dem iPhone 1, den Markt revolutioniert. Zunächst in Übersee und dann später natürlich auch hier in Europa. Und ich weiß nicht, ob Sie sich dort dran erinnern können, damals noch exklusiv bei der Telekom, tralala, 2 Jahre, also wirklich extrem geschützt das Ganze. Und dann kam natürlich die Welle der sogenannten Tablets, weil viele Zuschauer oder viele Kunden im Allgemeinen ganz klar auch einfach mal ein etwas handlicheres, ein etwas leichteres, ein kompakteres Gerät speziell für den mobilen Einsatz gesucht haben im Vergleich zu einem Laptop. Und genau das sind diese Geräte und ich finde es einfach klasse. Für mich ist das immer noch, auch wenn ich schon seit einigen Jahren solche Tablets und Smartphones nutze, eine unglaubliche Erleichterung, ganz einfach hier mit den Fingern ein solches Gerät zu bedienen. Und wenn das dann auch noch so schnell und so brillant in der Darstellung wie mit unserem X10 Quad V2 funktioniert, schlage ich hier also wirklich mehrere Fliegen mit einer Klappe und das für einen absoluten Spitzenpreis, wenn du dir andere Preise mal anschaust. Ja, und ich habe hier mal ein Spiel hochgeladen und da sehen wir jetzt auch mal ansatzweise nachher, sobald wir zurück sind, die Bildqualität. Da sehen wir jetzt mal so ein Weltraumspiel. Oh, Play Now müsste ich, glaube ich, noch drücken. Hier. Allianz. So, und dann gucken wir mal. Schauen Sie mal dahin. Jetzt. Na, ich will doch wieder spielen. Komm jetzt, geh mal weg hier. Hast du eine Demo-Variante erwischt? Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt kommt sie gleich. Und das macht dann richtig Spaß, Spiele zu spielen. Und die Geschwindigkeit durch diesen Prozessor ist enorm, sodass also auch ein schnelles Spiel wie Tennis ohne Probleme darauf gespielt werden kann. Und was ich besonders schön finde, ist auch hier, dass wir die Möglichkeit haben, SIM-lockfrei eine Handykarte reinzulegen und dann entsprechend damit zu telefonieren und WLAN-unabhängig wieder ins Internet können. Also das ist für mich auch ein weiteres Highlight. Und ich habe immer gesagt, mit dem kann man nicht telefonieren, bis ich in Freiburg mal jemand gesehen hat, der genau mit diesem Tablet so rumgelaufen ist und er hat wahrhaftig telefoniert. Geht natürlich problemlos, aber ich glaube, es sieht doch ein bisschen komisch aus, weil ich kann natürlich auch hier
per Klinkenstecker oder natürlich auch per Bluetooth jederzeit ein Headset verbinden. Und das macht also ohne weiteres auch Sinn. Also ich glaube, zum Telefonieren am Ohr ist das Gerät wahrscheinlich dann noch ein bisschen zu groß. Das hier ist übrigens dieser berühmte 3G-UMTS-Adapter, von dem wir immer sprechen. Sie kennen ein vergleichbares Gerät wahrscheinlich von früher noch von Ihrem Laptop. Da nannte man so etwas UMTS-Surfstick. Da wurden die Geräte mal außen ganz einfach am freien USB-Slot angeschlossen und dann konnte man darüber surfen. Hier wird ganz einfach die Karte reingesteckt, da ist der freie Slot, dann kommt die Klappe wieder drauf, die Blende wieder drauf, sodass ich also auch nirgendwo mit der Kleidung oder irgendwo anders hängen bleiben kann. Und jetzt muss ich das Gerät nur noch einschalten. Warte mal, wo ist oben? Da ist oben hier. Und dann geht die Reise los. So, und dann kann ich beispielsweise auch mal hier in so einem, im sogenannten Google Play Store, der natürlich für Sie schon vorinstalliert ist, ganz einfach mal schauen, was gibt es denn da alles Tolles und Interessantes. Da haben wir natürlich jetzt hier, ups, jetzt bin ich mal auf die falsche Taste gekommen, unter anderem auch die ganzen Filme und da sind modernste Blockbuster dabei. Zum Teil kosten die ein paar Euro. Du kannst dir dann überlegen, ob du sie ausleihst oder gleich kaufen möchtest und sie dann ganz einfach speicherst. Dadurch, dass du aber hier einen flexiblen Speicher hast, musst du dir also über die Datenmenge eines solchen Films überhaupt keine Gedanken mehr machen. Interstellar beispielsweise, ich glaube, der geht knapp 3 Stunden. Also das ist schon in dieser Auflösung ganz ordentliche Datenmenge. Für dieses Teil aber gar kein Thema. Und bei dieser Auflösung, die deutlich über die Qualität Ihres Flachbildschirms zu Hause hinausgeht, ist das mal eine richtige Ansage. Eine tolle Angelegenheit hier. Macht Spaß. Was halt auch schön ist, durch dieses unabhängige Internet, was ich hier haben kann, kann ich natürlich auch aus meinem 10-Zoll-Tablet ein Navigationsgerät machen und das einfach mit einer Navigations-App oder über Google Maps einfach mal reinschauen. Und dann habe ich mit der richtigen Halterung im Auto wirklich ein 10-Zoll-Navigationsgerät. Und das ist für mich auch wieder mal so ein Punkt, der überzeugt mich einfach. Da hast du vollkommen recht. Ich bin hier gerade im Google Play Store und zeige jetzt gerade noch mal eben die ganzen Zeitschriften. Auf Navigation spreche mich gleich bitte noch mal an. Das können wir vielleicht auch mal zeigen. Ich habe mir nämlich angewöhnt, mittlerweile meine Lieblingszeitschriften, und das zählt unter anderem die Sportbild dazu, oder natürlich auch mal die ein oder andere Zeitschrift, wie zum Beispiel eine Chip oder sowas, oder eine Connect oder eine Computerbild. Da sind immer ganz interessante Artikel drin. Ich ärgere mich seit Jahren drüber, dass ich diese Zeitschriften zwar abonniert habe, aber im Prinzip einmal die Woche, alle 2 Wochen, so nassen Fetzen bei mir im Briefkasten vorfinde, weil unser komischer Postbote nicht in der Lage ist, diese Zeitung einfach ganz reinzustecken. Insofern können Sie die meisten Zeitungen wegschmeißen. Packen Sie es doch ganz einfach hier in digitaler Form drauf. Da müssen Sie auch nicht mehr extra zum Kiosk fahren oder extra ein Abo oder sonst irgendwas abschließen. Da kriegen Sie es natürlich jetzt hier frei Haus in digitaler Qualität. Und ich habe jetzt gerade mal die Navi eingegeben. Habe gerade mal geschaut, wie weit denn du nach Hause hast. Also von Bugging nach Köln sind es 456 Kilometer. Das ist ja noch erträglich. In 4 Stunden 13. Ich weiß nicht, ist das, wenn okay. Jetzt losläufst, bist du übermorgen zu Hause, weil das ist mit dem Captain, Auto. Ich mach's in 3. Du machst es in 3. Also gut. Kennst du eine Abkürzung? Also auch das problemlos möglich natürlich. Jetzt ist es immer etwas ärgerlich, wenn ich so ein Gerät ungeschützt lasse. Und deshalb, da sehen wir gerade was. Harry macht das auch ganz, ganz intelligent. Erstens mal arbeitet er mit einer Tastatur und zum Zweiten hat er damit auch gleich noch eine Schutzhülle um das neue Tablet. Und das ist denkbar einfach. Da haben wir so Gummizüge, die sehen Sie hier. Und da mache ich jetzt einfach das Tablet rein. So, warte, mache ich dir jetzt. Augenblick. Genau. Einmal so und einmal so. Ich habe nur das passende Programm schon mal geöffnet. Und jetzt gehe ich ganz einfach, wo ist der Anschluss? Da oben. Da oben ist er. Sekunde. Genau. Mit dem passenden Kabel ganz einfach da unten durch. Oben rein. Reinstecken und damit verbinden wir jetzt unsere Tastatur. So, hinten dann noch den Ständer aufstellen und ruckzuck haben wir plötzlich eigentlich einen Laptop. Zack. So, jetzt haben wir das einmal hier. Jetzt kommt der Aufsteller noch mit dazu. Und jetzt kannst du arbeiten. Vielleicht kannst du uns mal gerade parallel zeigen, wie das normalerweise aussieht bei so einem Tablet. Das geht natürlich auch ohne die eigentliche Tastatur. Ist wurscht, irgendein E-Mail-Programm. Gmail, das hier zum Beispiel. Da haben wir Gmail, genau. Dass wir das mal sehen können. Ich versuche das Kabel hier noch so ein bisschen loszuwerden. So, da haben wir es. Weil normalerweise haben Sie, wenn Sie hier auf so einem Tablet schreiben möchten, wirklich die Hälfte des Bildschirms komplett, so wie das hier beim Ralf auf der Seite zu sehen ist, mit der Tastatur zu. Das heißt, Ihnen bleibt im oberen Teil nur ein kleiner Bildausschnitt zum eigentlichen Tippen, zum Betrachten der E-Mail oder Ihres Schriftstücks zur Verfügung. Jetzt habe ich hier die Tastatur ganz einfach über diesen Micro-USB-Anschluss hier mit der eigentlichen Schutzhülle mit der Tastatur verbunden und kann jetzt hier jederzeit ganz einfach lostippen. Und das mit diesen Soft-Tasten hier, das ist für viele gerade bei großen Datenmengen, bei langen E-Mails oder auch mal beim Chat eine wesentlich angenehmere Angelegenheit als hier über die kleinen Tasten auf der Tastatur. Sehr, sehr komfortabel. Und sowas wird bei anderen Anbietern gern mal mit 50, 60, 70, 80 Euro hier ausgezeichnet.
Und dann schauen Sie mal bei uns. 28,41 € für diese Tastatur und natürlich auch die Schutzhülle für unser 10 Zoll großes Tablet. Übrigens, 8 Zoll Geräte passen auch rein. Sie haben es vorhin vielleicht gesehen. Die kleineren Gummis wären dann für 8 Zoll Geräte. PX 8818 und die 569. Das ist die Bestellnummer für diese Schutzhülle. Und dann ist einfach viel komfortabler, damit zu arbeiten. Ja. Egal, ob Sie mit Tastatur arbeiten oder es gar nicht brauchen. Dann sieht es eigentlich aus wie so ein großer Kalender. Aber ist dann hundertprozentig geschützt. Vor allem das Display. Es wäre doch ärgerlich, wenn da plötzlich ein Kratzer oder gar ein Riss drin Absolut. Wäre, dann wird man sich so grün und blau ärgern, wenn man so ein tolles Tablet so. Hat, so ein tolles Touchlet und es wäre dann verkratzt oder gar defekt. So, pass mal auf. Da hast du nämlich hier noch den Magnetverschluss mit dabei und dann kannst du den mitnehmen wie so ein schönes Filofax aus den 90er Jahren. Nur hier eben jetzt in digitaler Form. Ein sehr, sehr schönes Kunstleder, natürlich abwaschbar, extrem strapazierfähig und vor allem ein super Schutz für Ihr Gerät. Plus die eigentliche Tastatur mit dabei und das für gerade mal 28,41 €, liebe Zuschauer, mit der PX 8818 und der 569. Jetzt hatten wir eben schon gerade bei dem Android-Netbook schon gesehen, dass wir natürlich über ein passendes Kabel, über ein HDMI-Kabel, also Mini-HDMI auf HDMI, die Inhalte eines solchen Tablets oder eines Android-Netbooks in diesem Fall direkt auf den Fernseher bringen können. Das Ganze geht aber eben auch kabellos, zum Beispiel vom Smartphone oder vom Tablet. Und da bietet sich jedes Tablet an, was wir heute kennengelernt haben. Und das geht ganz einfach mit diesem kleinen Stick hier. Ja, mit diesem TV-PC-Stick. Den stecke ich einfach in eine HDMI-Steckbuchse an Ihrem Fernseher und dann verbinde ich mein Smartphone damit. Ja, Smartphone muss nur eine geringe Voraussetzung haben. Das haben bei uns zum Beispiel ab dem SPX 28 alle. Und Miracast nennt man das. Richtig. Und damit kann ich jetzt meinen Bildschirm hiermit verbinden und entsprechend dann auf dem Fernseher hier spiegeln. Und das, was wir jetzt auf dem Fernseher sehen, kommt gerade vom Smartphone. So, ich komme mal dazu, damit Sie es mal parallel sehen können. Das, was ich Ihnen ja gerade auf dem, oder was wir Ihnen gerade auf dem Fernseher zeigen, ist 1:1 genau das, was eben auch parallel gerade hier auf dem Smartphone läuft. Das Ganze nur eben kabellos mit dem Fernseher verbunden über diesen kleinen sogenannten HDMI-Stick. Und das macht natürlich beispielsweise das Betrachten auch mal nach dem Urlaub von Urlaubsfotos oder auch mal von Urlaubsvideos zu einer wahren Freude. Wenn man da mit der ganzen Familie sitzt und sich da mal ein bisschen was anschauen möchte, dann sitzt du nicht vor so einem kleinen Display eines Smartphones. Dann möchtest du es bitte groß haben auf deinem 40, 42, 50 Zöller im Wohnzimmer und dass die Qualität entsprechend rüberkommt, ist doch auch klar. Schauen Sie sich das mal an hier. Und das in einem HD-Video. Ja? Und das Schöne ist, wenn ich es zum ersten Mal installiere, ich muss nicht Informatik studiert haben, sondern wie das funktioniert, wird mir Schritt für Schritt Richtig. Im Bildschirm erklärt, sodass es also denkbar einfach ist und auch für den ungeübten User eigentlich kein Problem sein sollte. Das Ganze geht mit diesem kleinen TV-PC-Stick und ich finde, das ist schon fast eine technische Revolution. Absolut. Denn einfach mal Bilder anschauen hier, die oder andere Sachen, die ich auf meinem Smartphone gespeichert habe, ohne irgendwelche Kabelverbindungen, sondern ganz unabhängig und ich kann hier bis zu 5 Meter weit weg sein und kriege trotzdem die ganzen Elemente, nämlich zeitgleich gespiegelt auf meinen großen Bildschirm. Das sind natürlich jetzt zum einen hier bewegte Bilder, die einfach Spaß machen. Auch mal ein Spiel zum Beispiel, nicht nur auf der Handy-Oberfläche oder auf der Tablet-Oberfläche, sondern auch direkt mal auf dem Fernseher spielen. Mit dem Handy ganz komfortabel bedienen. Wir haben es aber auch gerade gesehen, viele nehmen ihren Flachbildschirm, die sind ja mittlerweile gerade mal einen Zentimeter noch stark, wenn überhaupt, hängen sich den entsprechend an die Wand und lassen dann ganz einfach auch mal eine Dia-Show oder was von den Fotos durchlaufen. Das wird ihnen dann hier auf dem Monitor gezeigt. Und das, was ich hier gerade mache, das mache ich einfach nur von diesem Handy aus. Das heißt, ich kann natürlich auch mal hier ein Bild weitergehen, wenn ich das möchte. Und dann kann ich es natürlich auch quer halten. Moment, so, drehst du dich? Ich habe es heute mit dem Drehen irgendwie, oder? Jetzt schau dir das mal an. So, und das machen wir jetzt einfach mal größer. Zack. Und das ist doch jetzt wirklich eine Qualität, wie ich sie eigentlich haben möchte. Fantastisch sieht das aus, oder? So, machen wir den Rand mal weg hier. So, zack. Zack. Das ist schön, das macht richtig Spaß. Und das kenne ich von früher noch so als Dia-Show, wenn man irgendwie mit den Eltern in Urlaub war, da wurden dann die Nachbarn eingeladen, dann wurde also der Dia-Projektor rausgeholt. Das ist natürlich jetzt mal ein ganz anderes Kaliber. Schauen Sie sich das mal an. Aber wenn wir mal richtig nah drauf gehen, gerade hier die Haare, guck dir das mal an.
Super, oder? Eine Qualität. Unglaublich. Wahnsinn. So, und dieser TV-PC-Stick, den gibt es gerade mal für 37,91 €. Wieder Bestellnummer ZX1502 und der 569. Und dann können auch Sie Ihre Videos, Ihre Bilder, egal was, auch Ihre Spiele können Sie hier jetzt drauf spiegeln. Ja. Also zum Beispiel auf dem Handy ein Spiel spielen, aber das Ganze natürlich sehen hier auf dem Bildschirm. Oh, und da sehen wir es. Denkst du denn? Angry Birds, ja, kaum sage ich. Er hat nur auf das Stichwort gewartet, dass ich was sage. Jetzt kann er mal wieder Angry Birds spielen, mal wieder die armen Vögel abschießen. So. Und los geht's. Auch das geht problemlos. Und schauen Sie mal, in welcher Größe dann das möglich ist. Und jetzt schieß mal. Ja. Komm. Oh, da, das war... Oh, doch noch ein Treffer. Abwarten, bevor du lässt, das, Herr Kollege. Ich habe gedacht, es gibt nur Rohrkrepierer, aber du hast mich wieder mal positiv überrascht. Achtung, Moment. Kommt noch einer? Nee. Wenn der Vogel ruhig bleibt, dann sehen wir das Ergebnis. 10.000, das bedeutet... Wow. Eins, zwei... Ah, schade. Zwei Sterne, immerhin 43.150 Punkte. Von mir kriegt auf jeden Fall unser TV-PC-Stick die vollste Punktzahl. Und bei Ihnen wird das auch klappen. ZX1502 und die 569 ist die Bestellnummer. Und jetzt viel Spaß mit Ihren Android-Geräten.